Ciao zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farm Together Tipps und Tricks zum Aufbau einer wohl prächtig gedeihenden Farm. Wir versuchen es jedenfalls, ja. In der letzten Folge habe ich ja noch Kohl angepflanzt, der ist mittlerweile angereift. Dann sind wir fleißig die Hühnchen am Füttern, um die Quest abzuschließen. Wir wollen ja tocken. Und ich habe ja angesprochen gehabt, dass ich eventuell vielleicht doch noch das Feld versetze. Ich bin ja schon am Planen, wie es dann sein könnte oder wird, wenn wir einen Helfer haben. Und da ist Planen im Voraus manchmal gar nicht mal so schlecht, damit man genau solche Sachen wie jetzt verhindern könnte. Hätte ich mir nämlich da hinten die Map angeschaut, wäre es offensichtlich gewesen. Wir wollen ja schließlich mit Äpfeln ziemlich schnell an Tocken kommen, sobald es soweit ist. Und dazu brauche ich halt Platz. Ich kaufe jetzt hier den nächsten Abschnitt. Und der ist ja, wie wir schon in der letzten Folge gesehen haben, so ein Blick über den Zaun. Das ist noch nicht so ganz geeignet für wirklich eine große Apfelplantage, wie ich das eben gerne haben möchte. Also wir müssen uns jetzt hier nach hinten arbeiten. Da brauchen wir Farm Level 7, um das zu machen. Soweit sind wir natürlich noch nicht. Ich lasse jetzt das hier alles so stehen. Dann hatte ich ja gesagt, eigentlich würde es sich anbieten, dass wir das vielleicht dann hier irgendwie machen mit den Äpfeln, wo eigentlich jetzt das Feld steht. Und das Feld da drüben, wo eigentlich die Fische schwimmen und die Hühner stehen. Das wäre so ein langgezogenes Feld. Also ich muss sowieso noch eins mehr machen jetzt. Ich glaube, vom Geld her und so klappt das ganz gut. Wir ernten jetzt nochmal so. Ich finde das voll toll. Wenn ich es dann irgendwie hinbekomme mit der Tastatur. Werde ich das mal abernten. Jetzt ist natürlich noch nicht ganz alles fertig. Ist jetzt egal. Machen das weg. Versetzen die Fische und die Hühner ein bisschen nach drüben. Weil dann hier hätte ich gedacht, dass wir diese Apfelplantage später dann bauen, um eben an Tocken zu kommen. Und ich glaube, es ist besser, wir machen das jetzt, bevor tausende Sachen dann umgeräumt werden müssen. Ich mache es kompliziert, ich weiß. Haha. Bevor eben dann tausende Sachen umgeräumt werden müssen, jetzt geht es gerade noch einfacher. Deswegen ist schon, ne, mein Fehler auch, Planung so ein wenig, muss ja nicht alles ganz genau in einer Excel-Tabelle geplant sein, aber so ein bisschen vorausschauend planen ist gar nicht mal so schlecht. Genau, eben ich, weil ich die Farm gerne ziemlich automatisieren möchte. Sprich, dass die einfach auch durch die Helfer später gut abgedeckt ist. Dass ich die AFK laufen lassen könnte, weil ich zu faul bin. Und nein, einfach auch, damit da immer was geht. Ne? Und das hat sich schon bewährt. Die Helfer sind ja auch nicht für nichts da. Also das muss man auch immer ganz klar, ich nehme die mit, komm, egal. Verlieren wir dann was, aber ist egal. Ah, jetzt ist Schluss. Okay. Ernten wir das ab. Wow. Ich finde das sau cool. Spart einem so ein bisschen das Gehüpfe. Nur habe ich das nicht so ganz im Griff, wie ich das gerne im Griff haben möchte. Eben das Einzige, was eben nicht geht, ist wirklich dann, dass ich dieses Feld hier... kommt wahrscheinlich jemand, pflügt mir netterweise das Feld. Wetten? Ich denke doch, was macht die Alte hier? Die pflügt ja gar nicht. Nehmen wir hier ein Feld weg. So. Dass wir das nicht können, das finde ich echt scheiße. Ich kann das noch nicht markieren. Nee, geht nicht. Das ist blöd. Weil ich jetzt den ganzen Kack, den ich ja jetzt mühselig hingestellt habe, eigentlich wieder wegmachen möchte. Aber ich denke, das ist schon das Beste. Wir machen das hier, weil sonst kriegen wir dann ein Platzproblem und es ist dann wieder mal eine neue Farm. Hallöchen. Und muss schon umräumen. Welchem Level geht das denn? Wisst ihr das? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Weil es geht ja dann, dass man mehrere Felder
Oder warte, kann ich es vielleicht sogar, kann ich es markieren? Ne, markieren geht auch nicht. Das ist auch blöd. Guten Tag. Aber ich sehe jetzt eigentlich gerade nicht so eine Lösung. Ich gehe davon aus, wir können sicher die ganze Linie freispielen, bis es soweit ist, eben mit den Äpfeln, mit der Fruchtpresse. Aber alles, was so ringsherum an Map-Anteilen ist, macht es mir tatsächlich schon schwierig, dann das ordentlich hinzumachen. Also muss ich so ein bisschen meinen Plan ändern, von wegen Großfeld. Mache halt so vielleicht zwei mittelgroße Felder. Wie vielte Farm das ist? Die dritte. Oder was hat's geschrieben? Es verwirrt natürlich, weil ich eben meine Farmen ja oft wieder zurücksetze. Ne? Dann denken die manchmal, es seien neue. Ich habe tatsächlich... Ich glaube drei, ne? Das ist die dritte. Ich glaube noch so eine kleine irgendwo. Okay. Genau genommen vielleicht vierte. Dann habe ich ja mal eine Wassermap begonnen, aber das hat mir nicht so ganz gepasst. Mit dem Ganzen. Weil ich halt schon verwöhnt bin und gewohnt, Flachland zu spielen und das eben genau solchen Problemen aus dem Weg gehen kann. Aber wir mögen ja Probleme und da finden wir schon eine Lösung. Ist eine kleine Herausforderung, ne? Deswegen spielen wir die Standard-Map. Und es sieht dann schon, wenn sie dann groß ist, sieht halt schon putziger aus. Also irgendwie schöner als die anderen Maps. Flachland eben mega toll für kreative Köpfe und für vieles Umplanen und Testen. Also ich liebe meine Flachland-Map. Da kann man sich so schön austoben und alles testen und probieren und weiß nicht was. Aber rein optisch, wenn ich dann auf eine größere Map gehe, die eben Standard ist oder Gebirge, was auch immer, es macht schon mehr her. Es ist schon so ländlicher und idyllischer. Gerade da gibt es ja ganz, ganz tolle Maps. Da lohnt es sich eben auch schon nur, wenn man den Booster holt, mal so ein bisschen sich umzuschauen bei anderen. Das ist krass genial, was einigen von euch in den Sinn kommt zu bauen. Mit doch eigentlich eingeschränkten Mitteln. Ich hasse es. So, wir haben es gleich geschafft. Dann werde ich hier, und eigentlich könnten wir das schon, wir könnten theoretisch schon die Bäume hinstellen. Bringt uns einfach im Moment noch nichts, wir haben kein großes Lager. Ich müsste die dann einfach normal verkaufen, aber um zu sehen oder schon mal den Platz vorzubereiten, das weiß ich gar nicht. Und dann würde ich das dann wirklich so anlegen, dass eben dann auch die Fische hier hinkommen, um die in diese Range zu ziehen. Ich mache dann Feld 13 auf 13, genau passend für einen Helfer, für den ersten Helfer, der mir dann eben die Bäume macht und dann soll er zusätzlich, soll er mir eben die Fische dann noch machen. Also wir werden auch so ein bisschen fürs Geld auf Fische bauen, die dieser Helfer mit dem Bäumchen dann eben auch noch abfischen soll. Ich finde, das macht ziemlich dann auch Sinn. Den Rest können wir natürlich jetzt längere Zeit noch alles selbst bewirtschaften. Ich ordne es einfach dann schon mal für später an, damit da möglichst viel abgedeckt werden kann. Es geht dann plötzlich fix, ihr werdet sehen. Plötzlich haben wir ruckzuck einiges an Tocken zusammen, die wir dann haben und eben schon wieder hier ein Helfer und da ein Helfer. Deswegen ist es auch, sind wir nämlich Level 5. Das heißt, dass wir das Baumhaus bauen können. Damit wollen wir auch beginnen. Das ist ganz wichtig. Gerade wenn ihr auf Helfer dann spekuliert, auch wenn das erst an Stufe 20 sein wird, ihr werdet plötzlich ziemlich fix leveln. Ihr merkt es dann. Und ja, dann hat man keine Tickets. Die ersten sind zwar bezahlt. Ich mache das jetzt auch weg hier. Fett weg.
die zwei. So. Und wir können hier die Quest beenden. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich das irgendwie clever angehen. Damit ich hier nicht tausendmal umräumen muss. So. Weißer Hibiskus. So sind wir schon beim Thema Blümchen. So. Jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt hole ich gerade mal, wir haben es 28.000. Wollen wir... Oh. Der Goldtopf. Ein Must-Have für alle. Nicht vergessen. Hinstellen lassen, wenn ihr ihn nicht selbst hinstellen könnt. Der altbewährte Goldtopf. Ganz, ganz wichtig. Ab Stufe 5. Da kriegt ihr nämlich alle 30 Minuten einen Nugget, einen Goldnugget, dass ihr dann später auch eintauschen könnt, zum Beispiel im Gegentocken. So. Jetzt habe ich die 9 Bäume, oder wie viel, 10, habe ich jetzt genommen. Und wir fangen jetzt, jetzt muss ich überlegen, wir wollen ja die Fische noch in die Range ziehen. Wir fangen wo an? Ich muss mal gucken, wie weit diese 13 kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ich hoffe, das reicht. 10. Kommen wir später nochmal. Zehn habe ich gesagt, ne? Die Bäume sind glücklicherweise eigentlich... Ach ja, wenn man die richtigen nimmt, sind die glücklicherweise nicht so teuer. 100. Also 10 haben wir. 11. Scheiße. 12, okay. 13. Wenn ich jetzt hier hochbaue, naja, zwei Felder, das sollte nicht so schlimm sein. Da drüben bin ich bündig. Eben, ich mache jetzt hier, nur zum Erklären, ich mache jetzt hier ein Feld 13 auf 13, wo später der Helfer das machen wird. Und ich möchte natürlich aus der Range raus dann die Fische noch in diese 13-13 Felder stecken. Brauche ich auch noch eins. Und ich möchte natürlich am wichtigsten immer schauen, dass ich möglichst wenig Range verliere, die der Helfer bewirtschaftet. Und jetzt, wenn ich das vielleicht sogar hier stellen würde, hier würde es nämlich gehen, hätte ich es ein bisschen nach vorne gemacht. Kein Problem. Wir finden überall eine Lösung. Jetzt stelle ich das hier oben hin. Ja, ich glaube, hier wird es nämlich gehen, da passt das eher. 13, ich nehme die nochmal weg. Gott sei Dank haben wir Zeit. So. Müssen wir nämlich hier beginnen. Es wird später eh wegkommen. Also von daher, also nicht das erschrecken, das ist rein... provisorisch. Wahrscheinlich reicht es tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, boah, 12, 13. Reicht einfach gerade mal so. Ich mache jetzt das hier so, dieses Viereck. Hier rüber. Glaub mir, jedes Feld ist zu Beginn wichtig. Später ist es dann nicht mehr so krass, wenn es gerade mal nicht alle Felder reinhaut, aber jetzt zu Beginn, also ich möchte wirklich alles möglichst ausnutzen. So. Das wäre jetzt eigentlich, hier lasse ich offen, sage euch gleich wieso, das ist die Range, die dann bewirtschaftet wird von einem Helfer.
Ich will jetzt gerade mit dem Geld ein bisschen aufpassen, da ich noch gerne mit dem Hausbau beginnen möchte. Jetzt kann ich eigentlich, was die Fische betrifft, theoretisch jetzt hier einen Strang reinhauen, ne? Dass hier dann zum Beispiel die Fische hinkommen. Da ich jetzt aber vorhabe, dann mehr Fische zu halten, mache ich jetzt hier mal zu, glaube ich, dass es dann fast mehr Sinn macht, dass ich die auf diese Seite auslagere oder nicht. Oder warte, irgendwo muss er noch im Feld hin. Ach, Prue, warte. Wir nehmen die. Ich bin voll überfordert, ne? Immer so verwöhnt mit der Flachland, wo du da nicht solche Sachen überlegen musst. Ich nehme jetzt die mal mit. Wenn ich es jetzt hier raus mache, ist es blöd, weil ich ja genau da ein längliches Feld hinstellen möchte. Mache ich die auf der anderen Seite raus, ist es auch so ein bisschen blöd, habe ich fast zu wenig Platz. Also mache ich sie hier raus. Und damit die jetzt, die werden ja noch lange nicht vom Helfer bewirtschaftet, müssen wir Stufe 20 sein. Jetzt mache ich das mal hier hin. Und wir machen dann ein Mischbecken. Ich werde einfach je nach Geld, wie es dann gerade so passt, das war's schon, werde ich dann hier eben die Range reinziehen. Ein Bäumchen weg und hier rein in dieses Viereck, wo der Helfer dann später macht, um das abfarmen zu lassen. So, jetzt müssen wir noch die Hühnchen weghauen. Ja, da kriegen wir schon ein ziemliches Feld hin. Also das ist nicht so schlimm. Erstmal füttern. Dann nehme ich euch mit. Mit den Tieren werde ich ja sowieso nach und nach erst weitermachen. Und wo stellen wir euch hin? Da Hühnchen. Mach euch da hinten hin. Oh, jetzt habe ich den Eierstand ab. Nein. Mache ich denn? Den müssen wir noch holen. Ich brauche dich. Genau. Ich bin immer in Eile. So ein kleiner Scheißstresser bin ich. Dann passieren mir eben solche Sachen. So. Eierverkaufsstand machen wir. Hierhin machen natürlich am meisten Sinn. Erstmals jedenfalls mit unserem kleinen Lager gleich bei den Eiern. So, jetzt fehlt uns natürlich das Land. Sprich, wir müssen pflügen. Gleich was anpflanzen. Soll, darf. Ziemlich, eigentlich ein größeres Feld. Ich glaube, wir können sogar hier anfangen. Ich werde, da wir jetzt keine Quest haben und ich gerade noch nicht weiß, inwiefern ich aufnehme. Was machen? Jetzt haben wir 29.000. Ich muss jetzt auch aufpassen. 15.000 kostet mich, glaube ich, die erste Bauphase, ja, vom Haus. Was machen wir hin? Wollen wir Kartoffeln für 60? Ich gebe das Doppelte raus. Ach komm, wir wagen das. Und sonst muss das Häuschen halt noch einen Moment warten. So bis hierhin. Und dann doch ein großes Feld. Das ist schon mal echt gut. Das schaffen wir schon mit Bewirtschaften, denke ich. Ja, ja.
Machen? Ja, komm, wir machen es durch. Ich hoffe, ich übertreibe es jetzt nicht. Also ich habe euch vorgewarnt. Also auch ich werde definitiv pleite gehen. Weil ich wieder irgendwo was Blödes, eine blöde Idee umsetzen möchte. So, und dann geht's hier natürlich noch zurück mit dem Kartoffelschirm. Und dann hätten wir hier ein ziemlich großes Feld. Ich mache das jetzt fertig. Lasst mir mal in den Kommentaren doch da, welches eure Strategie ist oder wie so eure Überlegungen sind. Oder baut ihr einfach drauf los? Also ich baue sonst auch so drauf los. Erst so zu Beginn, bis die Farm ein Selbstläufer ist so ein bisschen. Und dann mache ich gerade, was Deko und so ist, mache ich wirklich so einfach hau drauf. Also wie es mich gerade angeht. Aber bei Planungen und wie ihr gerade merkt, eben für später, überlege ich mir dann doch das ein oder andere oder schaue, dass ich da möglichst schon frühzeitig beginne mit irgendwelchen Strategien, ob die dann aufgehen oder nicht, sehen wir. Werden wir später natürlich sehen. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Natürlich lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, damit auch ich Bescheid weiß, ob ihr mehr davon sehen wollt. Livestreams nicht ausgeschlossen jetzt in Zukunft. Und natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wieder ein Video von mir hochgeladen wurde. Es hat mich gefreut, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid. Farmert gut weiter, bis zum nächsten Mal. Tschüss!